Kapitel 16. Baines Gedanken rasten, während er verzweifelt nach einer Möglichkeit suchte, den Schaden zu begrenzen, den Dirande seiner Verteidigung gerade zugefügt hatte. Vol'jin war sein Freund. Er hatte den Troll stets respektiert und selbst Cairns Tod war ihre Beziehung noch enger geworden. Er wollte ihn nicht verhören, seine Interpretation der Ereignisse hinterfragen oder sein Wort vor den Geschworenen in Zweifel ziehen. Andererseits war es Vol'jin selbst gewesen, der ihn gedrängt hatte, diese Aufgabe zu übernehmen. Kriegshäuptling Vol'jin, ihr seid ein ehrenbarer Troll, wie bei Horde und Allianz bekannt ist. Niemand bezweifelt, dass dieser Mordversuch stattfand oder dass die Trolle in die übleren Teile von Orgrimmars verbannt wurden. Vol'jin wartete schweigend ab. Ihr tragt nun die Verantwortung des Kriegshäuptlings, fuhr Bane fort. Und ihr wart bereits gezwungen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Darf ich fragen, wie die Horde unter eurer Führung mit Verrätern verfahren wird? Bei allem Respekt, ich protestiere! Tyrande sprang aus ihrem Stuhl auf. Ihr habt selbst entschieden, dass das Führungstalent des Zeugens für den Prozess nicht von Belang ist, Fashua! Fashua, entgegnete Bane. Ich stelle seine Fähigkeiten nicht in Frage. Ich erkundige mich lediglich nach seinem Standpunkt zu diesem Thema. Taranzu neigte den Kopf. Ich erinnere dich daran, dass es für den Fall relevant sein muss, Shashua. Das ist es. Das will ich hoffen. Ich gebe dem Verteidiger recht. Und noch hat unter meiner Führung niemand die Horde verraten. Ich musste eine solche Entscheidung also nicht treffen, antwortete Vol'jin. Dann schob er nach. Zumindest bis jetzt nicht. Der freundschaftliche Ausdruck war von seinem Gesicht verschwunden, ersetzt durch einen argwöhnischen Blick. Und ich hoffe, ihr werdet nie in eine solche Lage kommen, sagte Bane. Aber ihr wart bereit, Garrosh für sein Verbrechen gegen die Horde hinrichten zu lassen. Das stimmt. Würdet ihr also auch jeden anderen hinrichten lassen, der eurer Meinung als Kriegshäuptling nach die Horde verrät? Die Anspannung war zum Schneiden dick. Und zum ersten Mal seit dem Beginn des Prozesses war nicht Garrosh der Grund dafür. Bane konnte es als Prickeln in seinen Nasen spüren. Aber er wusste, er durfte jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Ja, vorausgesetzt. Beantwortet einfach die Frage, Kriegshäuptling. Bitte. Vol'jin blickte ihn forschend an. Dann presste er hervor. Ja. Bane drehte sich um, erleichtert seinen Freund nicht mehr ansehen zu müssen, und nickte Kairos zu. Der Drache hatte stumm auf seinem Platz gesessen, seine Miene ungeduldig, während er auf eine Möglichkeit wartete, seine Fähigkeiten zu demonstrieren. Nun sprang er förmlich in die Höhe und beugte sich über die Vision der Zeit. Bane sog den Atem durch den Nüstern ein und widerstand dem Drang, rastlos mit den Hufen zu scharren, als sich die Szene manifestierte. Sie zeigte Garrosh und Vol'jin bei derselben Unterhaltung, die Tyrande schon präsentiert hatte, aber die Anklägerin hatte das Gespräch vorzeitig unterbrochen. Bane wollte, dass die Geschworenen auch den Rest sahen. Sein Schwanz zuckte angespannt. Du bist nicht mein Kriegshäuptling. Du hast meinen Respekt nicht verdient. Und ich werde nicht zulassen, dass dein Kriegshunger die Horde zerstört. Anhalten, befahl Bane. Er sah zu den himmlischen Erhabenen hoch und blickte sie durchdringend an. Wir wissen, dass alles, was wir hier sehen, tatsächlich so geschehen ist. Und was haben wir gesehen? Ein Mitglied der Horde hat gerade dem Ork, der rechtmäßig zum Kriegshäuptling ernannt wurde, erklärt, dass er, und ich zitiere, nicht sein Kriegshäuptling ist. Kairos wartete noch einen Moment, damit die Zuhörer über Banes Worte nachdenken konnten, wofür er die Vision fortsetzte. Und was genau denkst du zu tun? Nichts als leere Drohungen. Geh und verzieh dich mit dem Rest deiner Art in die Slums. Ich ertrage deinen Dreck nicht länger in meinem Thronsaal. Ich weiß genau, was ich tun werde, Sohn Höllschreis. Ich werde warten und zusehen, wie dein Volk langsam deine Unfähigkeit begreift. Ich werde lachen, wenn sie dich endlich so verachten wie ich. Und sobald die Zeit reif ist und deine Macht bedeutungslos, werde ich da sein und deiner Herrschaft ein schnelles und stilles Ende bereiten. Die Szene gefror. Mehrere Zuschauer rutschten auf ihren Sitzen hin und her. Vol'jin hat den rechtmäßigen ernannten Kriegshäuptling der Horde gerade unfähig genannt, gesagt, dass er Garrosh verachtet und gedroht, seine Herrschaft zu beenden. Wie könnte man diesen Worten wohl interpretieren, wenn nicht als Verrat? Und welches Schicksal erwartete Verräter an der Horde, selbst unter ihrem derzeitigen Anführer Vol'jin? Bei allem Respekt, ich protestiere! Zum ersten Mal seit Beginn der Verhandlung schien Tyrande wirklich kurz davor, die Beherrschung zu verlieren. Bane hatte es geschafft, die stets so gefasste Nachtelfe in Rage zu versetzen. Der Verteidiger beleidigt den Zeugen! Er hat den Zeugen nicht angesprochen, erwiderte Taranzo. Was Vol'jin getan, nicht getan, gesagt oder nicht gesagt hat, ist für den Prozess unwichtig, beharrte die Hohepriesterin.
Bei allem Respekt, Fashua, ich glaube, es ist wichtig. Fubane dazwischen. Ich glaube, dass Garrosh sich von Vol'jin bedroht fühlte und ihn als Verräter betrachtete. Womöglich glaubte er, dass sein Leben in Gefahr ist. Der Zeuge hat Unzufriedenheit wie Irritation und Respektlosigkeit ausgedrückt, Joshua, entgegnete der Pandaren. Und er hat erklärt, dass Garrosh die Horde vielleicht nicht mehr lange führen würde, aber Goe ist friedlich zurückgekehrt. Vol'jin mag also ein frustrierter und respektloser Untergebener sein, aber ich kann keine körperliche Bedrohung feststellen. Wer ihn hätte aufhören können, er hätte sein Argument vorgetragen, dass Garrosh seine Rechte und das Gesetz nicht zwangsläufig überschritten hatte, sofern er in Vol'jin einen Verräter und eine Gefahr sah, doch er wusste, dass dies nicht so reichen würde. Die himmlischen Herren hatten gesehen, wie der Ork Vol'jin Gewalt angetan hatte, jetzt mussten sie die andere Seite sehen. Voller Unmut, weil es so weit gekommen war, aber festen Entschlossens, seine Pflichten zu erfüllen, sagte der Tauren, ich bitte darum, das Ende dieser Unterhaltung präsentieren zu dürfen. Ich finde, dass es durchaus von Belang für den Prozess ist. Taranzu musterte sie alle, dann nickte er. Fahrt fort! Bane konnte weder dem echten Vol'jin ins Gesicht sehen, noch sein Abbild in der Vision. Also hielt er den Blick auf die himmlischen gerichtet, während die Zähne sich wieder in Bewegung setzte. Und der Dunkelsperrtroll sagte, du wirst mit dem Rücken zur Wand regieren und die Schatten fürchten. Bane schloss die Augen. Doch der Moment wird kommen, an dem dein Blut den Boden tränkt. Und dann wirst du genau wissen, wessen Pfeil dein schwarzes Herz durchbohrt hat. Du hast gerade dein Schicksal in sie getrollt, knurrte Garrosh. Dann spuckte er vor Vol'jins zwei zähe Füße. Und du, das deine, Kriegshäuptling! Das Bild verblasste. Stille. Bane konnte Vol'jin noch immer nicht in die Augen blicken und richtete seine Aufmerksamkeit stattdessen auf Taranzu. Ich habe keine weiteren Fragen an diesen Zeugen, Quashua. Der Badaren nickte. Dabei bedachte er ihn mit einem Blick, in dem fast ein wenig Mitleid mitzuschwingen schien.